noch keiner gesagt. Was gibt's noch? Also bei Lösungsvorschlägen wie bei Autopolitur, da können Sie von ausgehen, dass es noch keiner genannt hat. Hallo, was ist Ihnen eingefallen? Autoradio. Ja, das hat mir auch noch keiner gesagt. Dabei ist es eigentlich ziemlich simpel. Also so oder so, mittelschwere Antworten wären, glaube ich, am empfehlenswertesten, wenn es Oktoberfest beginnt bald. Hallo? Hallo? Was haben Sie? Ich gebe Ihnen jetzt 3000 Euro und dann wird es hoffentlich funktionieren. Was suchen wir denn nur? Jetzt wird es aber langsam mal Zeit, wenn ich schon 3000 Euro rausrücke. Nächster bitte 01379 696 969. Monika heißt wie meine kleine Schwester und dann wünsche ich ihr natürlich umso mehr Glück. Vor allem, weil die Monika nicht aufgibt. Schon 3 oder 4 Mal war sie hin um 3000 Euro. Wer schafft's? 3000 Euro, fünffache Ausführung. Irgendeiner muss es jetzt schaffen. Weil ich weiß nicht genau, wie viel ich hier noch reinlegen kann in den Gewinn. Hallo? Hallo? Ja? Ich würde Automatik sagen. Automatik. Geld. Kann man gar nicht so sagen, gell? Mhm. Wer ist der Nächste? Hallo? Hallo? Was haben Sie? Autokino. Als ich noch in einer Werbeagentur gearbeitet habe, da musste ich da ganz viele Logos für die Ebersberger Autostadt mir ausdenken. Und dann wurde doch keins genommen. Für 4000 Euro muss ich eine andere Lösung hören. Oder noch eine andere. Oder die, oder die, oder die. Ja, 5 verschiedene, egal welche Sie nennen. Sie bekommen das Geld. Was kommt raus? Autorennfahrer. Da fällt mir jetzt auch wieder gleich was zu ein, aber das erzähle ich lieber nicht. So, falsch. Es ist natürlich schade, weil Sie nicht alle Antworten mitbekommen haben, die wir schon gehört haben. Deshalb verrate ich. Ihre Lösung bitte. Autogas. Auch nicht. Jetzt muss es. Automaler. Automaler. Gibt es da nicht so einen anderen Namen dafür? Den habe ich noch nicht gehört, aber nicht, dass es hier heißt, ich gebe Tipps und dann ist das Geld raus. Und dann kriege ich Ärger. Hallo? Autowrack. Autowrack? Toll. Da ist natürlich auch noch keiner drauf gekommen. Also wenn Sie so eine Lösung haben, davon können Sie dann ausgehen, dass die das erste Mal genannt wird. 9.700 Euro gibt es für eine der Antworten, die auch noch nicht genannt wurden. Ja? Autolackierer. Nein, ist nicht dabei. Aber gut aufgepasst. Jetzt können wir den auch ausschließen. Den hat noch keiner gesagt. Jetzt habe ich hier von meinem alten Stapel noch 6 Pakete übrig. 5 davon gehören Ihnen. Sie sagen mir nur, welche Sie nicht wollen. Dass es keiner hat, gibt's doch nicht. Hallo, 10, 9, 8, bitte. Die Bonuszeit, 8, der Countdown steht. Ja, sehr gut. Ich habe ja oft das Gefühl, Sie warten regelrecht auf die Bonuszeit. Bitte schön. Anrufen und gewinnen. Es klingelt so oft in der Bonuszeit, dass ich eben genau dieses Gefühl habe. Alle sagen, no, ich warte noch mal auf die Bonuszeit. Jetzt ist aktiv werden gefragt. Reagieren Sie nicht, sondern aktivieren Sie Ihren Anruf. Ich sag mal, nicht reagieren, sondern agieren. Es geht von Ihnen aus. Sie entscheiden, ja, ich rufe jetzt an und dann sage ich, hallo, wer ist denn am Telefon? Wenn Sie die richtige Leitung treffen. Schauen wir mal. Autofering? Nein. Aber auch danke für den Beitrag. Wer genau aufpasst, der kommt jetzt gleich drauf. Hm? 0901 077 und 3x8 aus Österreich. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ich ist Angelika. Na, Angelika, und? Ich möchte dann mal Autobaukunst sagen. Schlafen Sie schön oder starten Sie gut in den Tag. Das war's. Tschüss.